Ja, wir befinden uns hier am sogenannten Haskenstein, der Gemarkung Ramstal. Wir haben hier eines unserer typischen Maßnahmen, der Bau von Feuchtgebieten, in diesem Fall eines Teiches mit Gräben und Mulden. Der Landschaftspflegeverband pflegt ja nicht nur die Landschaft, also erhält nicht nur den Status quo von Trockenrasen oder Feuchtwiesen, sondern wir versuchen ja auch überall wieder neue Strukturen in die Landschaft reinzubringen. Und in den jetzt fast 25 Jahren seines Bestehens hat der Landschaftspflegeverband schon einiges umgesetzt. Pro Jahr machen wir Maßnahmen in Höhe von 600.000 bis 800.000 Euro. Und in den vergangenen Jahren sind somit über 10 Millionen Euro in den Landkreis geflossen, wo wir eben etwas aktiv für Naturschutz, Landschaftspflege und Artenschutz gemacht haben. Die Idee zu der Sache kam eigentlich vor 3 Jahren. Da bin ich vom Bauhof Herrn Gößmann angesprochen worden, welche Grabenreinigung. Und dann haben wir das Ganze mal angeschaut. Und dann hat es bei mir schon den Kopf Klick gemacht, was man da alles machen können. Und so sind wir drauf gekommen, hier ein Biotop herzumachen, weil in Ramsal absolut null Möglichkeiten für Amphibien sind zu vermehren, weil keine Wasserflächen da sind. Das Ganze hat sich dann wirklich so entwickelt, dass die Gemeinde sofort Feuer und Flamme war und das eigentlich seinen Lauf dann nahm. Der Ralf Kiesel war auch gleich voll begeistert und die Jäger sowieso, weil die keine einzige Wasserstelle hier hatten bis jetzt. Ja, man hat hier eigentlich in einer bestehenden Natur etwas Neues eingepflanzt, möchte ich mal so sagen. Und zwar sind die Biotope wunderbar genommen. Sie werden von der Bevölkerung hervorragend angenommen. Es gibt keinen Widerspruch in irgendeiner Weise. Auch die Jäger, egal wer in der Natur unterwegs ist, es ist nur eine positive Resonanz, was hier gelungen ist und was eben durch Landschaftspflege umgesetzt worden ist, war hervorragend. Und auch in Herrn Wohlfahrt ist nochmal ein Dank auszusprechen, der das Ganze mehr oder weniger baulich unterstützt hat und das so gut gelungen ist.